Ich freue mich jetzt, einen anderen langjährigen Weggefährten in der Drogenpolitik ankündigen zu können, weil nicht alle Politiker kennen die Basis nicht. Der Niklas Schrader, der hat sich schon vor, ich glaube, 10 Jahren bei mir im Büro mal getroffen, um bessere Strategien zur Cannabis-Legalisierung zu besprechen. Und ja, jetzt ist er mittlerweile drogenpolitischer Sprecher der linken Fraktion hier im Berliner Abgeordnetenhaus und hat euch, denke ich, einige kluge Worte zum Thema Cannabis zu sagen. Herzlich willkommen, Niklas. Ja, vielen Dank, liebe Hanfdemonstrierende, liebe Freundinnen und Freunde einer anderen Drogenpolitik. Ich bin ja hier aus der Berliner Landespolitik und wir haben hier in Berlin eine Koalition, die schon lange eine andere Cannabispolitik machen will, die schon lange entkriminalisieren will. Wir haben schon viele Schritte in diese Richtung unternommen. Wir haben zum Beispiel die höchsten Eigenbedarfsgrenzen in Berlin, aber es gibt natürlich immer noch die Kriminalisierung, auch hier, weil wir das aus Berlin natürlich nicht abschaffen können. Wir haben 2019 schon ein Modellprojekt konzipiert und beantragt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Wir wollten zeigen, dass das funktioniert. Wir wollten zeigen, dass die Welt davon nicht untergeht, sondern dass sie besser wird. Und das hat uns das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, das ist ein Amt der Bundesregierung, verboten. Wir haben dagegen geklagt, das ist immer noch offen. Aber die Bundesebene bremst uns in unseren Schritten immer wieder aus. Und deswegen brauchen wir schnell die Reform des Betäubungsmittelgesetzes auf Bundesebene. Und deswegen sind wir heute hier. So, jetzt gucken alle auf die Bundesregierung, auf den Bundestag. Wir haben ja die Regierungskoalition, die das sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Und ich verstehe die ganzen Fragen von Anbau, von Marktregulierung. Ist kompliziert. Steuerfragen, Anbau. Das muss man vorbereiten. Ich kenne das. Ich mache selber auch bei Gesetzesvorhaben mit. Aber die Entkriminalisierung ist keine solche Frage. Während die sich da Zeit nehmen, während die sich Zeit lassen, werden immer noch Tausende von Cannabiskonsumentinnen kriminalisiert, werden immer noch Tausende Strafanzeigen gefertigt, Strafverfahren eingeleitet, werden immer noch Führerscheine entzogen und es müssen sich immer noch die Leute auf der Straße das Zeug kaufen, von dem sie nicht wissen, was genau da drin ist, ohne Qualitätskontrollen, mit Risiko. Und das kann nicht sein. Wir müssen schnell die Entkriminalisierung bekommen. Da wird man sich nicht Zeit lassen müssen, sondern die kann kommen, die muss kommen und zwar schnell. Und wenn man es ernst meint, braucht man natürlich auch eine Amnestie für die jetzt schon Betroffenen. Das ist doch völlig klar. Also bleibt nicht auf halber Strecke stehen, sondern wenn ihr das macht, dann macht ihr das bitte richtig. Und weil ich schon mal beim Thema bin, vielleicht noch mal ein Wort an die Berliner Polizei, falls ihr mich hört. Sind ja einige hier. Liebe Berliner Polizei, danke, dass ihr die Versammlung hier schützt und dass ihr die mit möglich macht. Aber bitte lasst die Leute hier in Ruhe. Nicht jede Wolke ist kriminell. Wir machen hier eine friedliche Versammlung für unsere Interessen. Also bitte, danke, dass ihr da seid, aber bitte lasst die Leute hier in Frieden. So, und was die kontrollierte Abgabe von Cannabis angeht, wir werden uns nicht mit Peanuts zufrieden geben. Wir als Linke finden besonders wichtig, dass man den Leuten den Eigenanbau ermöglicht. Man muss es den Menschen ermöglichen, sich selbst zu versorgen. Wir wollen nicht, dass wir in den USA haben, dass große Konzerne den Anbau, die Abgabe übernehmen und die Kasse machen mit dem Drogenkonsum von anderen. Wir wollen, dass die Leute das für sich machen können, ob auf dem Balkon oder zusammen mit anderen organisiert im Cannabis-Club. Das muss möglich sein. Selbst ist der Mensch. Und unsere Position ist auch, wir sollten nicht beim Cannabis Halt machen. Immer noch werden Hunderttausende Drogenabhängige, Suchtkranke kriminalisiert von der jetzigen Drogenpolitik. Und immer noch sind tausende Staatsanwälte, tausende Polizeikräfte im Einsatz bei diesem sinnlosen Krieg gegen Drogen. Und immer noch sterben jedes Jahr viele Menschen nicht durch den Konsum selbst, sondern durch den Dreck, den sie sich auf der Straße kaufen müssen. Und deswegen frage ich, warum soll dieser Irrsinn, den es jetzt bei Cannabis gibt, warum soll der denn bei anderen Substanzen weitergehen? Und deshalb brauchen wir die Entkriminalisierung auch bei anderen Substanzen. Also, liebe Ampelkoalition, ich habe gesehen, hier sprechen nach mir noch der Drogenbeauftragte und noch Vertreter der Ampelkoalition.
Bleibt nicht auf halber Strecke stehen. Denkt weiter und macht wirklich eine andere Drogenpolitik. Dafür machen wir Druck hier. Und dieses Gerede von harten Drogen, das ist ja sowieso Quatsch. Hart ist nicht die Substanz selbst, sondern hart kann die Art und Weise sein, wie man das konsumiert. Mit Beimischungen, mit Streckmitteln, mit Überdosen und allem anderen. Und deswegen brauchen wir endlich eine umfassende Reform des Betäubungsmittelgesetzes. Eine wirklich andere Drogenpolitik, die auf Gesundheitsschutz setzt, die auf Verbraucherschutz setzt, auf aufgeklärten Konsum, die auf Qualitätskontrollen setzt und auf Therapiemöglichkeiten. Ja, es kostet Geld, aber das Geld ist da. Auch durch Cannabissteuern können wir mehr einnehmen. Und auch durch eine andere Steuerpolitik können wir mehr eingehen. Also, lasst uns weiter als Cannabis denken, liebe Leute. Und wir in Berlin, hier auf Landesebene, wir werden auch weiterhin alle Schritte gehen, die wir können, um gegen die Kriminalisierung in der Drogenpolitik zu wirken. Zum Beispiel machen wir ein Drug-Checking-Projekt, das bald in Berlin starten wird. Das Projekt kann ermöglichen, dass Menschen, die in Clubs oder sonst wo Drogen kaufen, die anonym abgeben können, analysieren lassen können und dann eigenverantwortlich entscheiden, ob sie das nehmen oder nicht. Da kann man auch Warnungen aussprechen, wenn irgendwo auf der Straße wirklich gefährliches Zeug, Schrott verkauft wird, dass man sich davor in Acht nimmt und davon die Finger lässt. Und das ist der richtige Weg in der Drogenpolitik. Dass man akzeptiert, dass Menschen in unserer Gesellschaft Drogen konsumieren, aber dass man sie in die Lage versetzt, dass sie das aufgeklärt, dass sie das informiert tun können, ohne ihren Körper zugrunde zu richten. Und das ist die richtige Drogenpolitik, die verlangen wir von der Bundesregierung. Denkt weiter, macht keine halben Sachen, macht sie richtig. Vielen Dank.